Heute stelle ich euch ein relativ altes Set vor, das erste Modular von Keyplay aus dem Jahr 2021, der Lucky Hot Pot. Der Grund, warum ich es reviewe und es auch eilig habe, es vorzustellen, ist recht simpel. Es ist bei Blue Bricks limitiert und zu einem Hammerpreis aktuell verfügbar. Lediglich 88 Euro für ein Set mit knapp 2500 Teilen, da kann und sollte man schnellstmöglich zuschlagen, auch wenn das Set Schwächen hat, so viel sei schon mal gesagt. Wer modulare Gebäude mag, greift schnell zu. Blue Bricks vertickt das Set unter seiner Marke Blue Bricks Pro. Vermutlich ein Kontingent, das fix aus den Lägern raus muss für neue Ware oder ähnliche Umstände. Anders ist der Preis kaum zu verstehen. Für das Set bedeutet das in diesem Fall, dass lediglich der Originalkarton sowie der Einband der gedruckten Bauanleitung umgestaltet wurden. Der Rest ist identisch mit dem, was seinerzeit Keyplay, der Premium-Marke von Qman, auf den Markt gebracht hat. Für mich ist es das erste Set überhaupt, das ich von Keyplay respektive Qman erworben habe und es erwarten mich viele Dinge, die ich so bisher noch nicht kannte. Da wären zunächst einmal die Minifiguren mit den großen Bubbleheads, die ich extrem gut gelungen finde. 6 Stück liegen dem Set bei und ich finde, die passen hervorragend zum Style des Gebäudes. Das sieht alles ein wenig nach Manga und Anime aus. Der nächste Punkt, der ungewöhnlich für mich ist, ist die Tatsache, dass keine Baseplate beiliegt, wie es bei modularen Gebäuden Usus ist. Stattdessen bauen wir eine 32x32 Bodenplatte aus vielen Plates, die zwar anschließend 2 Plates hoch ist, sich aber im weiteren Bauverlauf extrem wölbt und diese auch bis zum Ende sich nicht einebnet. Dann ein weiterer Punkt, der auffällt, und man sieht es bereits, ein Bauabschnitt jagt den nächsten. Insgesamt 19 Abschnitte hat das komplette Set und somit sind pro Tüte auch relativ wenige Teile zu verbauen, was das ganze Vergnügen zu einem strammen Durchmarsch macht. Denn man verbringt nur ganz wenig Zeit mit Teile suchen und das ist dem Bauspaß absolut nicht abträglich. Die Qualität der Teile ist herausragend. Wäre da nicht das Problem mit der sich wölbenden Bodenkonstruktion, müsste man sagen, dass wir es hier nahezu mit Teileperfektion zu tun haben. Zu diesem positiven Bild tragen auch die Prints bei, welche schon von etlichen anderen als das Nonplusultra in Sachen Prints gelobt haben, und da kann ich nicht widersprechen. Prints gibt es hier sehr viele und dementsprechend null Sticker. Auffallend ist auch, dass Keyplay, Qman oder Enlightened, wie sie früher hießen, Teile im Sortiment haben, die man so von anderen Herstellern nicht kennt. Wie zum Beispiel die 2x2 Jumper Plates, die hier mit abgerundeten Ecken daherkommen, sowie andere Teile, die sich von den üblichen unterscheiden, sowie einige, die es sonst bei keinem anderen zu geben scheint. Wer wie ich gerne und oft modulare Gebäude baut, wird bei diesem Set kaum überrascht. Man bekommt alles, was in Gebäuden dieser Art reingehört. Möbel, Accessoires, Wandschmuck, Gerätschaften etc. Was die Bautechniken angeht, so ist das Ganze für meinen persönlichen Geschmack zu wenig herausfordernd. Es gibt kaum Momente, bei denen man sich denkt, Halleluja, es ist ja mal abgefahren, wie kommt man denn auf so eine Konstruktion? Nee, das ist alles Baustandard, bunt, umfangreich und hübsch, aber nicht extravagant.
Das Design des Sets ist speziell. Einerseits ist das Gebäude insgesamt modern, andererseits wird dem Ganzen ein extrem verspielter, ja fast schon kitschig traditioneller China-Stil aufgedrückt. Das muss man mögen. Ich persönlich mag das, bin aber auch kein Stilexperte, geschweige denn jemand, der ein optisch extravagantes Design verschmäht. Nun wird sich dieses Set nur schwer in irgendeine Szenerie einbinden lassen, denn als solches wäre es zu sehr solitär als Teil eines Straßenzugs beispielsweise. Ich mag die vielen großen Fenster bei diesem Modular sehr. Sie geben einem zusätzlich zur Entnehmbarkeit der Ebenen die Möglichkeit, sich das Innenleben anzuschauen, was dem ansonsten gängigen Prinzip, dass meist nur derjenige, der ein Set baut, in den optischen Genuss so mancher Details kommt, entgegenwirkt. Wenn ich mir dieses Video jetzt für das Einsprechen des Textes anschaue, dann fällt mir auf, wie umfangreich das Set daherkommt. Ein zweites Geschoss wird hier gebaut mit vielen Sitzplätzen und sogar einer kleinen Dachterrasse. Und der Grund, warum ich das beim Bauen weniger gespürt habe, als es mir hier erscheint, ist schlicht der Tatsache geschuldet, die ich schon vorher erwähnt habe. Kaum hat man eine Tüte geöffnet, ist man auch schon durch mit dem Verbauen derselben und öffnet die nächste. Man rast quasi durch das Set. Ich kann mich immer noch nicht dazu durchringen, das gut oder eher nicht gut zu finden. Abschnitt 10, 11, 12, Bums, der nächste und weiter. An einem Nachmittag ist das Ganze locker zusammengebastelt und das ist etwas, was mich eher stört. Ich persönlich mag es, wenn man etwas länger an einem Set sitzt, weil Nachschub auch wieder Geld kostet und zum Bauspaß gehört für mich ja das Ganze drumherum auch dazu. Das Sortieren, das Tüfteln an schwierigen Bauschritten etc. Alles nicht wirklich Argumente gegen das Set und der ein oder andere wird genau das genial finden. Da haben wir also das erste Obergeschoss aufgenoppt und hierzu sei gesagt, dass Keyplay vergleichsweise viele Jumper Plates zum Befestigen der einzelnen Module verbauen lässt, was das Ganze sehr stabil macht. Allerdings ist das Entnehmen der Module später auch mit etwas mehr Kraftaufwand verbunden.
Da kann man ja entgegenwirken, indem man statt der Noppen mehr Fliesen einsetzt, sofern vorhanden, und schon ist das Problem gelöst, sofern es denn überhaupt eins darstellen sollte. Auch im zweiten Obergeschoss hat es weitere Sitzplätze für den Lucky Hotpot. Wo andere modulare Gebäude zum Beispiel noch Wohnbereiche mit einbauen, bleibt Kiepler hier strikt bei dem Konzept, dass es sich hier ausschließlich um ein Restaurant handelt und sonst nichts. Wäre das Teil bei mir um die Ecke, ich wäre dort sicher gerne mal zu Gast. Im Übrigen sind wir an dieser Stelle bereits bei einer Gebäudehöhe von 20 cm und wir haben noch nicht einmal dieses Geschoss, welches wir hier bauen, aufgesetzt, ganz zu schweigen vom Dach. Was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die Tatsache, wie viele große Teile das Set beinhaltet. Neben den vielen großen Fenstern und den großen dachschrägen Teilen hat es hier auch massig eher seltene Bricks in der Größe 1x16, 1x12, 1x10, was der Tatsache geschuldet ist, dass eine Gebäudeseite ausschließlich Wand darstellt. Macht man also für dieses Set eine Rechnung auf bezüglich Teilepreis, dann kostet bei dem aktuell aufgerufenen Preis von 88 Euro statt der ursprünglichen 130 das Teil gerade mal 3,5 Cent. Allein dafür lohnt es sich schon zuzugreifen. Und schon sitzt das nächste Geschoss auf. Keine Probleme beim Aufsetzen und Annoppen und die Höhe ist auf 30 cm angewachsen. In den letzten drei Bauabschnitten bauen wir lediglich noch das Dach und das besteht fast ausschließlich aus großen Teilen, sprich wir rasen quasi durch jeden der finalen Abschnitte mit hoher Geschwindigkeit durch. Noch ein Wort zur Bauanleitung. Das Büchlein ist 146 Seiten stark, man verbaut die 2482 Teile in 176 Bauschritten, was im Schnitt etwa 14 Teile pro Bauschritt bedeutet. Das geht in Ordnung und die Anleitung lässt auch keine Fragen offen. Ich persönlich hatte sie mir im Vorfeld eingescannt und zu einem PDF verarbeitet, denn als Download stellt sie Blue Bricks nicht zur Verfügung. Vermutlich auch eine rechtliche Frage. Zum Schluss noch für mich persönlich ein kleiner Downer. Den stilisierten geprickten Hotpot, der an das Reklameschild hoch oben auf dem Dach drankommt, ist derart filigran und unnötig instabil konstruiert, dass es nach all dem Easy-Peasy-Bauspaß fast schon nervt. Aber ich will insgesamt ein positives Fazit ziehen. Der Lucky Hotpot ist ein nettes Set, welches sich auf verschiedenen Ebenen lohnt und für den Preis, den Blue Bricks gerade aufruft, allemal. Das Ärgernis mit der Bodenplatte wurde an anderen Stellen schon ausgiebig behandelt und sollte nicht dazu führen, dass man das Set insgesamt schlecht redet. Mir hat es Spaß gemacht. Kiepler ist anders und ich bin auf mehr gespannt in der Zukunft.
In diesem Sinne,